Ich gucke jetzt hier, wir müssen durchrushen. In der nächsten Folge will ich das natürlich fertig haben, dann brauchen wir noch eine Folge, um die Holzteile dahin zu schaffen und dann noch eine Folge, um die Gleise dann schlichtweg nochmal fertig zu verlegen. Also, ja, in 4 Folgen vielleicht sind wir mit diesem Auftrag durch. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Snowrunner Dofter Truck Simulator. Folge 337. Wir machen heute weiter den Auftrag Gleisreparatur. Wir sind bei der zweiten von 3 Fuhren von mittleren Baumstämmen zur Sägemühle. Denn wir brauchen 16 Holzplanken. Wir stellen 18 jetzt her, weil wir durch die mittleren Holzplanken pro Fuhre 6 Stück machen können, ist schon ziemlich nice. Ich würde es lieber mit langen machen, allerdings hätten wir dann tatsächlich, ja, 2-mal nur fahren müssen, weil wir dann 8 hätten herstellen können. Das kommt noch mehr, ich weiß es gar nicht. Also lange bekommst du viel. Da die Holzstation allerdings nur mittlere Stämme zu bieten hat, bleibt uns leider auch nichts anderes übrig, als das zu fahren. Irgendwo anders lange Stämme herzukriegen, würde nur noch länger dauern. Deswegen nehmen wir uns eine Folge mehr Zeit und dann sind wir den Scheiß los. Dann haben wir sogar noch 2 Holzplanken über. Das heißt, wir müssen auch 2x8er Slot dahin schiffen, um das alles abzuholen. Krass. Das ist krass. So, letztes Mal waren wir nach 19 Minuten 30 durch. Wir probieren es heute in einer Minute weniger zu machen. Denn wir haben natürlich letztes Mal ein paar Fehler gemacht. Ja gut, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Wir probieren es heute schneller als in der letzten Folge, dementsprechend gestern. Nämlich gerade eben, aber ihr seht es ja alles immer pro Tag. Nur 20 Minuten. Tägliches Let's Play, wenigstens das. So. Gucken wir mal, wie das so ist. Ich muss noch mal gucken. So, die Schienenabschnitte, ja, die müssen wir dann. Wir machen wieder den Kran auf dem P12 und werden dann einfach. Ach, das werden wir dann einfach so machen. So, mal ein Allrad rein, Haar rein, dann sind wir auch wieder flotter. Dann, ich werde das immer mit dem Kran transportieren, weil auf so ein 5 Slots brauchst du ein Schienenteil. Huch, letztes Mal. Letztes Mal hat er es aber geschafft. Schafft er nicht, echt nicht? Warum schaffst du es auf einmal nicht mehr? Willst du mich verarschen oder so? Letztes Mal konnte ich hier durchrushen. Jetzt fahr. Wir gucken jetzt hier, wir müssen durchrushen. In der nächsten Folge will ich das natürlich fertig haben, dann brauchen wir noch eine Folge, um die Holzteile dahin zu schaffen und dann noch eine Folge, um die Gleise dann schlichtweg nochmal fertig zu verlegen. Also, ja, in 4 Folgen vielleicht sind wir mit diesem Auftrag durch. Aber der war auch relativ groß, sagen wir mal, wie es ist. Das war schon. Das war schon eine große Nummer. So, ich mach's jetzt einfach mal so. Ich fahre jetzt rechts rum. Aber rechts war der anstrengendere Boden. Beziehungsweise so überspringe ich sogar noch den Großteil davon. Das ist auch gut.
Ach, ich glaube, dafür ist es nicht ausgelegt, das Spiel, dass man das so flott macht. Ist aber egal. Wieder zurück. Allrad und hoch, so. Jetzt gib halt mal ein bisschen Gas hier. Dann passt das schon. Jetzt schafft das wieder nicht. Ja, kein Wunder, Alter. Warum schaltest du ständig auf L? L plus, Alter, komm. Mal ein bisschen Gas hier, jawohl. Hier brauchen wir den Ella, sonst das wird nichts. Also. So, ich glaube, ist wieder Zeit für H. Ja, macht wieder nicht L hier. Ansonsten die Strecke ist vom Schwierigkeitsgrad her ist sie voll in Ordnung, weil jetzt nichts wirklich Herausforderndes ist. Das ist eigentlich ganz schön. So, jetzt können wir hier schon Highspeed durchfahren die ganze Zeit. Okay. Boosterl haben wir. Der Rest ist nichts Besonderes. Navi brauchen wir hier tatsächlich jetzt auch nicht mehr. Die Map kennen wir mittlerweile ja auch schon relativ angenehm. Auch wenn wir hier noch nicht so viele Folgen drauf unterwegs waren. Aber diese Strecke hier zumindest, die kennen wir ja schon. Haben wir ja schon gemacht. Mehr als einmal. So, perfekt. So, come on. Jetzt müssen wir gleich nach links. Jetzt fahren wir da direkt rein. Ohne erst auf die Brücke zu fahren, also vor der Brücke schon. Hey. Driftet der einfach ab, ich werde ja wahnsinnig. Ich werde ja wahnsinnig hier. Ah, wunderbar. Da will ich auf jeden Fall auch noch mal ein paar Videos schneiden, weil jetzt die letzten Tage ein bisschen faul. Jetzt sind ja auch gerade so die Ostertage. Jetzt ist gerade Samstag, also ein Tag vor dem Ostersonntag. Ja, und dann dem Freitag und dem Donnerstag habe ich nichts für Videos gemacht. Ich hatte ja auch noch ein bisschen auf Lager und jetzt ist mein Lager aber relativ erschöpft. Das heißt, ich bin jetzt auch fleißig dabei, natürlich neu zu produzieren. Habe jetzt auch eine Woche Urlaub, wenn die Folge draußen ist. Ist er wahrscheinlich ja auch schon wieder vorbei. Aber so habe ich wenigstens hier die Zeit gehabt, ein bisschen wieder vorzuproduzieren, weil ich die nächsten Wochenenden auch nicht so wirklich viel Zeit habe. Deswegen
nutze ich die Zeit jetzt aus. Kümmere mich jetzt um alles, was ich in einer normalen Arbeitswoche nicht so richtig schaffe. Ist aber okay. Nur dafür ist ja dann so eine Zeit hier da. Finde ich auch schön. So hört sich das, ne? So hat man Zeit, so kann sie sich auch nehmen. Ich habe jetzt auch heute diese, habe ich vor ein paar Folgen schon mal erzählt, meine neue USV ist angekommen heute. An einem Samstag, war schön. Amazon hat mir nämlich, ich habe die bestellt. An einem, ich glaube an einem Dienstag oder so. Und Donnerstag ist sie dann gekommen. Habe ich ausgepackt, habe schon direkt gesehen, da ist irgendwas nicht richtig. Ja, falsches Modell, schade. So, war falsch, bringt ja nichts. Support hat geschrieben, ihr sagt, ja, nö, falsch. Ich kann damit nichts anfangen, die hat ja zu wenig Power. Das ist zwar eine bessere Serie, aber trotzdem, das Modell hat zu wenig Power. Ich brauche mehr Power, also. Habe ich zurückgeschickt, habe gesagt, ich will Ersatzprodukt haben, das, was ich bestellt habe. War am selben Tag noch, habe ich den Retourenschein gedruckt. Am Tag darauf haben wir es abgegeben. In der Post. Ja, und am gleichen Tag aber noch haben die schon das Ersatzding losgeschickt. Also an dem Donnerstag und jetzt Samstag. Ist es schon wieder da und das war das Richtige. Und dementsprechend habe ich es ausgepackt, angeschlossen. Und jetzt laden die Akkus erstmal auf. Und dann, sobald mein Server fertig ist, der macht ja, ich muss ja gerade noch meinen ganzes Backup wieder einspielen und der muss die Paritäten ja zum ersten Mal berechnen. Das dauert eine Weile, mindestens noch einen weiteren ganzen Tag. Der wird jetzt über Nacht arbeiten, der Gute. Dann mache ich alle Dateien fertig und dann läuft's. Dann kann ich den Server wieder ausmachen und dann kann ich die USV anschließen und dann läuft der Server über die USV und das ist doch erstmal eine gute Sache. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen gelabert, aber es sieht doch ganz gut aus. Wir sind ja schon relativ weit. Jetzt, wo es dunkel wird, dann kann es passieren, dass ich mich jetzt hier verirre. Ich hoffe mal nicht. Die Straße war ja eigentlich relativ eindeutig gekennzeichnet. Okay, da haben wir es wieder. Die nächsten 6 Holzplanken sind unterwegs. Finde ich echt cool, dass man... Ja, schon schön. Storage. Da sind doch noch so viele. Hack die doch klein und dann kann ich die gleich mitnehmen. Wie wär's? So, ich würde gerne Fracht entladen. So, zack, zack, zack. 12er haben wir und weiter geht's. Zurück geht's. Ganz einfach. Den ganzen Tag gearbeitet hier. Morgens um 6 Uhr haben wir angefangen, letzte Folge. Jetzt haben wir hier, wie spät haben wir es? 19 Uhr. Oh, was für einen Überstundentag. Hahaha, Spaß. So, lassen wir das. Machen wir weiter. Wir wollen ja unter 19 Minuten 30 an der Werkstatt sein. Also, Vollgas. Scheiß auf Allrad aus. Wir machen jetzt hier Knüppeln voll rein. Warum mache ich H? Dann bin ich ja langsamer. Fährt er zurzeit, finde ich super.
Nicht aufhören damit. Machst du super, mein Lieber. Machst du super. Komm, 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 komm. Jawohl. So, jetzt geht's runter. Nach rechts. Rum. Können wir wieder auf A machen. Müsste ja super zu fahren sein. Nochmal auf H hier. Ist ein bisschen Steigung. So, auf geht's. Genau. Ja, Hälfte des Kraftstoffs haben wir noch. Also eigentlich ganz super. Der P12 ist eigentlich ein solides Gesamtpaket. Nicht der beste, nicht der schlechteste. Also eigentlich ein wirklich schönes Paket. So, hier müsste es wieder die Tankschäden geben. Ah, diesmal nicht. Interessant. Bin genauso rübergefahren wie letzte Folge. Mein Rücken juckt. Mein Kopf juckt. Mein Gott, was ist denn das? Ah, hier muss ich rein. So, guck mal, 16 Minuten sind wir jetzt gerade mal. Meine Güte. Was ist denn da los? Wir waren ja deutlich flotter jetzt nochmal unterwegs. Hat das aber echt schon eine Menge ausgemacht da. Ja, dann fahren wir jetzt schon mal los, würde ich sagen. Also. Ja. Guck mal, wir haben noch 3 Minuten, Alter. 3,5. Haha. Fahren wir jetzt schon mal los. Können wir in der nächsten Folge schon anfangen, Richtung Dings zu fahren mit denen. Mit den großen Trucks. Zack. Reparieren und es geht weiter. Direkt dritte Tour, komm. Machen wir wieder auf 6 Uhr. Zack. Licht trotzdem an und los geht's. Wollen wir gar keine Zeit verlieren hier. Was soll ich jetzt hier Schluss machen? Können wir doch nutzen, die Folge. Da ist doch die Zeit noch da. So, nee, das ist es nicht. Das ist er. Und los jetzt. Mal, wenn wir so flott sind, dann schaffen wir es ja jetzt schon wieder zur Brücke hier da hinten hin. Und dann haben wir schon wieder fast ein Drittel. Also, guck mal, in 4,5 Minuten sind wir doch da bei der Mühle. Also jetzt schaffen wir es noch fast zur Mühle. Wenn wir ein bisschen jetzt hier noch überziehen, 1-2 Minuten, sind wir bei der Mühle. Ja, bei dem Lager, bei dem Holzlager meine ich. Und dann brauchen wir nur noch 10 Minuten nächste Folge. Dann können wir in den anderen 10 Minuten schon die Holzplanken aufladen. Dann sind wir schon wieder deutlich flotter unterwegs. Anhänger schert aus. Eieieiei. Na, der freut sich. Der macht gerade eine schöne Rutschpartie. So. Ja. Ach, wieso schaffe ich es hier nicht, einfach durchzufahren? Verstehe nicht. So, immer sich versieht, hat man schon wieder einen Haufen Daten heute aufgenommen. Meine Güte. Ey, SnowRunner frisst aber auch einen Haufen Datenspeicher nach so vielen Folgen. Ich bewahre ja, also die Rohdateien, die lösche ich. Aber die Original, also die gerenderten Dateien, die sind immer ein bisschen kleiner als das, was man aufnimmt. Ich komprimiere es dann immer ein bisschen runter. Aber selbst so geht SnowRunner schon, so um den Terabyte, glaube ich, fast schon. Also, naja, das sind ja 300 Folgen, also man kann es ja rechnen. So eine Folge zwischen, ja, was ist jetzt bei uns hier der Durchschnitt? Ja, 3,6 bis 4 Gigabyte. In dem Bereich rechnen wir mit dem Durchschnitt 3,8. Ne, 3,8 mal jetzt 300
knapp 340, also dementsprechend, das ist dann die Anzahl der Gigabytes, die allein SnowRunner auf meinem Rechner aktuell verbraucht. Das ist schon eine heftige Nummer, würde ich sagen. 20 Minuten sind erreicht, wir fahren trotzdem noch jetzt... zum Holzlager. Ah, danke, dass du die ganze Zeit auf A fährst, wenn ich schon zweimal auf H geschaltet habe. Cool. So, gleich haben wir es. Haben wir heute sogar 1,3 Routen geschafft, dann. Da vorne ist es ja. Laden wir auf und dann jetzt nächste Folge weiter. Schaffen wir diese Ladung hoffentlich zu Ende und dann haben wir das doch erledigt. Ein bisschen Arbeit muss natürlich sein. Von nichts kommt nichts. Ist klar. So. Dann geht's nächste Folge weiter, Freunde. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.